Scoville, diesen Begriff hast du sicher schon gehört, oder? Das ist die Einheit, mit der wir messen, wie scharf unsere Chilis oder unsere Soßen wirklich sind und wird eigentlich überall in der Chili-Landschaft verwendet. Doch ist das eigentlich eine gute Sache? Wie aussagekräftig ist eine Scoville-Einheit eigentlich? Ich glaube, nach diesem Video wirst du deine Meinung zu Scoville vielleicht etwas ändern. Dieser elegante Herr hier, Wilbur Lincoln Scoville mit dem imposanten Schnauzer. Er wurde 1865 in Connecticut geboren und 1942 ist er in Florida wieder verstorben. Er war Pharmakologe, Professor, hatte, glaube ich, auch einen Ehrendoktortitel, hat unter anderem das Buch The Art of Compounding geschrieben, das als Referenzwerk bis in die 60er Jahre benutzt wurde. Warum sage ich das? Das ist ein Wissen für die Chili-Geschichtsnerd unter euch. In diesem Art of Compounding-Buch, in diesem Journal, hat er zum ersten Mal erwähnt, dass Milch eigentlich ein sehr gutes Mittel ist, um gegen Schärfe anzukommen. Doch für uns viel interessanter ist, 1912 hat er eine Messung erfunden, wie man feststellen kann, wie scharf etwas ist. Den sogenannten, er hat das genannt, den Scoville-Organoleptik-Test. Organoleptik war mir auch jetzt nicht so der Begriff, deswegen lese ich mal kurz vor, was das ist. Als organoleptische Prüfung bezeichnet man die hilfsmittelfreie Bewertung eines Objekts in Bezug auf Eigenschaften wie Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe durch eine Person, die Kraft ihrer wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse verbunden mit regelmäßigen Übungen hierzu befähigt ist. Was heißt das? Es gibt Experten. Es gibt Experten, die das entscheiden, wie scharf etwas ist oder in dem Fall halt, wie es schmeckt, wie es riecht etc. Wie hat er getestet? Kurz gesagt, durch Verdünnen und Verkosten. Das Capsaicin wurde dabei mit Alkohol extrahiert und verdünnt und an 5 Testpersonen übergeben. Das Extrakt wird dann so weit verdünnt, bis 3 von diesen 5 Testpersonen sagen, sie können die Schärfe nicht mehr oder kaum wahrnehmen. Dieser Grad dieser Verdünnung, also bis keine Schärfe mehr wahrnehmbar ist, zumindest von 3 von 5 Personen, wird als Scoville-Grad bezeichnet. Es gibt da die Begriffe SCU für Scoville-Units oder SHU für Scoville-Heat-Units. Ist beide das gleiche, wenn du das irgendwo siehst auf einer Flasche oder als Angabe, ist es völlig egal, das bedeutet beide dasselbe. Was heißt 5000 Scoville? 5000 Scoville heißt, dass der Extrakt 5000 Mal verdünnt werden muss, damit man die Schärfe nicht mehr wahrnimmt. Wie weit geht diese Skala? Die geht von 1, das wäre zum Beispiel Paprika, also keine Schärfe, bis zu 16 Millionen Scoville. Das wäre dann reines Capsaicin. Reines Capsaicin kommt zum Beispiel nur in Kristallform vor. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du einen Milliliter reines Capsaicin, 16 Millionen Scoville-Units, verwendest, bräuchtest du 16.000 Liter Wasser, um es nicht mehr zu schmecken. Ein Milliliter, kannst dich orientieren, so ein Teelöffel hat 5 Milliliter, also ein Fünftel davon. Und 16.000 Liter, ich habe das mal gegoogelt, da hast du so einen kleinen Pool mit irgendwie so 4,5 Meter Umfang und 1,20 tief. Wenn du den zu 90% füllst, bist du ungefähr bei 16.000 Liter Wasser. So, wenn man sich das anhört, kommt man schon ins Grübeln, dass man denkt, ey, ist das wirklich so genau? Denn es gibt verschiedene Probleme. Was sind die Probleme? Problem Nummer 1. Jeder Mensch reagiert anders auf Schärfe. Das ist dir sicher auch schon aufgefallen, oder? Du hast, während du dir schon die nächste Chili reinhaust, noch mehr Soße auf deine Chicken Wings packst, dein Kumpel ist schon komplett rot und deiner Freundin sind schon Tränen in den Augen. Das heißt, jeder reagiert anders auf diese Schärfe. So ist es natürlich auch beim Probanden. Es gibt auch einen Gewöhnungseffekt. Das hast du sicher auch schon erlebt. Wenn der erste Löffel, der erste Bissen in ein neues scharfes Gericht ist wahrscheinlich sehr intensiv, während es am Ende der Mahlzeit eigentlich schon relativ normal wirkt. Also es gibt einen Gewöhnungseffekt und das gibt es natürlich auch bei den Testern, weil die ja immer wieder testen, bis sie diese Schärfe nicht mehr spüren. Großes Problem. Und einer der größten Probleme ist, die Chilis selbst sind nie gleich scharf. Das hängt nämlich um ganz viele Faktoren ab. Wo sind sie gewachsen?
Wie ist der Boden? Wie viel Sonne haben Sie bekommen? Und zum Beispiel eine Chili, die im Sommer gewachsen ist, ist schärfer als eine Chili, die im Winter gewachsen ist. Also hast du auf einem Chilistrauch hast du komplett unterschiedliche Schärfen. Und dann hast du natürlich noch mehrere Chilisträuche, die auch unterschiedlich mit unterschiedlichen Schärfefrüchten dann daherkommen. Das heißt, ein genaues Bild hier zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Das ging mir auch selbst vor kurzem so. Ich habe Chili-Soße gemacht mit gelber Habanero, eine Habanero, die ich schon einige Male zur Brotzeit einfach auch so direkt vom Strauch mal gerne gegessen habe, die ein sehr angenehmes Schärfeprofil haben, das ich gut auch schon wegstecken kann. Und beim Hot Sauce machen habe ich so eine kleine Chili gesehen, die oben so ein bisschen schwarz war und dachte mir, ach, die nimmst du mal nicht. Die kommen ins Kröpfchen, wie es so schön im Märchen heißt. Da musste ich echt mal 5 Minuten plötzlich den Gang auf und ab gehen, weil die so scharf war, dass es mich total überrascht hat. Also diese Chili, die ich eigentlich schon längst gewohnt war, hat mich dann wirklich von den Socken wieder gehauen. Und das ist auch das Problem, wenn du das dann irgendwo liest. Du liest das sicher in einer Zeitung. Ja, wir haben wieder eine neue Chili-Sorte mit so viel Millionen Scoville oder diese neue Kreuzung hat so und so viel Scoville-Einheiten. Und dann bekommst du vielleicht diese Samen, baust die selber an, erntest sie, kostest sie und denkst dir, Mö, das ist ja gar nicht, das kann doch überhaupt nicht in diesem Bereich sein. Und das ist eben das Problem dieser klassischen Scoville-Analyse von unserem Wilbur, dass es halt sehr eine individuelle Erfahrung natürlich auch ist. Gibt es denn keine Lösung? Wir haben doch so tolle Labore. Ja, wir haben diese tollen Labore und die haben auch eine ganz tolle Maschine. Die heißt, Moment, ich lese vor. Hochleistungsflüssigkeitschromatograph, auf Englisch HPLC. Dieser HPLC, was macht er? Der identifiziert und misst die Konzentration von verschiedenen schärfeerzeugenden Capsaicin-Verbindungen. Es gibt ja nicht nur das Capsaicin, es gibt auch andere, die Schärfe erzeugen. Das heißt, das wird dann unterschiedlich gewichtet, je nachdem, wie viel Schärfe die erzeugen auf deiner Zunge und dann in deinem Gehirn. Und das spuckt dann ein Ergebnis aus. Dieses Ergebnis ist aber nicht Scoville. Dieses Ergebnis nennt sich die Aster Pungency Units. Aster steht hierbei für die American Spice Trade Association, also die amerikanische Gewürzhandelvereinigung. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, Aster Pungency Units. Ist auch ganz klar, das ist auch denen bewusst. Insofern werden diese Units wieder auf Scoville umgerechnet und die Umrechnung ist der Faktor 15. Das heißt, ein Aster Pungency Unit sind 15 Scoville Units. Soweit, so gut? Leider nicht. Jetzt kommen die Probleme auch leider bei dieser Messung wieder zum Vorschein. So, fangen wir mal an. Problem Nummer 1: Es gibt ja Leute, die testen nach der klassischen Scoville-Einheit von unserem Wilbur oder die testen halt nach dem Labor mit der HPLC-Methode. Die haben festgestellt, dass zum Beispiel nach der klassischen Methode das Scoville ungefähr 20 bis 40% höher ist als mit der Testung aus dem Labor. Das heißt für dich jetzt, wenn du mal an eine Flasche kommst, an eine Chili kommst, wo drauf steht, die wurde mit dem Labor getestet, was schon mal gut ist, wenn sie sagen, wie getestet wurde es, geh davon aus, dass die wahrscheinlich um einiges schärfer für dich ist, als du wirklich glaubst, weil die meisten werden immer noch in der klassischen Methode getestet. Also sei da nicht überrascht, 20 bis 40% ist eine ordentliche Steigerung. Das heißt, da kann sein, dass dann plötzlich, wenn da steht 5000 Scoville, fühlt sich das eher für dich wahrscheinlich mehr vielleicht so an wie 8, 9 oder vielleicht sogar 10.000 Scoville. Also passt da auf. Kann man wahrscheinlich auch noch irgendwie wegstecken. So, es gibt aber noch mehr Probleme leider. So ein Gerät kostet halt mal locker zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Das heißt, es gibt gar nicht mal so viele davon. Und selbst die, die in den Laboren steht, da sind sicher einige Komponenten auch entsprechend ausgetauscht. Das heißt, die sind vielleicht auch gar nicht ganz gleich überall verteilt in jedem Labor, damit die Ergebnisse auch wirklich vergleichbar werden. Und jetzt kommt eigentlich der schlimmste Faktor, also das ist eigentlich, was das am schwierigsten macht, da vergleichbare Ergebnisse zu bekommen. Ich habe ja am Anfang erzählt bei diesem Test, dass es verschiedene Capsaicin-Verbindungen gibt, die unterschiedlich gewichtet werden, wie scharf sie sind, wie viel Schärfe sie bei dir in deinem Körper erzeugen. So, diese Gewichtung ist nicht standardisiert. Das heißt, jedes Labor macht hier seine eigene Gewichtung. Das heißt, wenn du eine Chili hättest, was ja auch eigentlich gar nicht gibt, die wirklich gleich scharf wäre
und du die in ein Labor schickst, in zwei verschiedene Labore schickst, haben die wahrscheinlich eine unterschiedliche Werte und du wirst ein unterschiedliches Ergebnis bekommen. So, soweit, so frustrierend, wie ich am Anfang im Video gesagt habe. Das ändert wahrscheinlich deine Meinung vielleicht sogar ein bisschen zu den ganzen Scoville-Einheiten und Schärfegrad und wie wir eigentlich messen, wie scharf etwas ist. Was können wir machen als Chili-Geek? Wie können wir uns trotzdem orientieren? Was ich zum Beispiel immer ganz gut finde, ist, gibt es eine Schwankungsbreite. Wenn zum Beispiel steht, ja, diese Habanero hat zwischen 150 und 250.000 Scoville, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt nicht, dass die Jungs nicht wissen, wie man Chilis abbaut und wie scharf die sind, sondern die wissen, hey, das ist alles möglich in diesem Bereich von diesem Chili. Also das ist eigentlich eine ganz gute Angabe. Es ist toll, wenn draufsteht, wie überhaupt gemessen wurde. Wie ich erwähnt habe, im Labor, die Ergebnisse kommen ein bisschen schwächer raus, als das, was im normalen Scoville-Test rauskommt. Also wenn draufsteht, wurde im Labor getestet, wurde nach der Scoville-Methode von Herrn Wilbur, Lincoln Scoville getestet, dann ist das auch schon mal ein guter Anhaltspunkt für dich, mit welcher Schärfe du hier zu tun hast. Generell für mich gilt, tief durchatmen, mal ein bisschen entspannen. An diese Sache rangehen. Ich finde immer, Geschmack ist viel wichtiger als Schärfe. Es ist nicht so wichtig, ob das jetzt wirklich 300.000 Scoville sind oder 400.000 Scoville sind. Wenn dir diese Chili schmeckt, genieße sie, hab Spaß damit. Du siehst es auch manchmal in den Online-Shops, wenn du da, die machen oft gar nicht mehr so diese Scoville-Einheiten, sondern da gibt es dann eine Skala von 1 bis 10 und die etwas drüber gehen, sind dann irgendwie so auf 10 plus oder 10 plus plus. Also, oder du siehst es hier, da hast du zum Beispiel 5 Flammen, 3 von 5, da weißt du dann auch ungefähr, in welche Richtung du begibst. Und ja, das kann frustrierend sein, dass man nicht genau weiß, beziehungsweise nicht genau hundertprozentig sagen kann, wie scharf denn jetzt etwas ist. Aber ich finde das eigentlich auch ganz spannend. Das ist irgendwie so wie so ein Überraschungsei. Du weißt nicht genau, was du kommst. Es kommt auf dich an. Wie ist dein Schärfeempfinden? Wie schmeckt dir diese Frucht? Weil du weißt nie genau, was du kommst. Du bist auch für eine Überraschung gut, wie meine Anekdote da mit den Chili-Sauce. Und das finde ich eigentlich als Chili-Geek sogar schön, dass das nicht so durchkategorisiert und katalogisiert wird, sondern dass Chilis eigentlich immer für eine Überraschung gut sind. Das ist schön, oder? Wie siehst du das? Hast du schon Erfahrungen gemacht beim Verkosten, wo zum Beispiel etwas viel zu scharf war oder eigentlich überhaupt nicht scharf oder nicht so, wie du es erwartet hast? Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich, wenn du es mir in die Kommentare schreibst. Und wenn du ebenfalls die Schärfekultur im deutschsprachigen Raum fördern möchtest, dann würde ich mich total freuen, wenn du ein Abo dalässt und ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Euer Matthias.